Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten. Heute habe ich ein neues Video für euch vorbereitet. Und zwar geht es um die Rasennachsaat im Herbst. Rasen aussehen im Herbst bzw. Nachsaatrasen, das ist immer so ein Thema. Und ja, ich werde euch heute einfach meine paar Tipps dafür geben, wie wir hier bei unserem Projekt jetzt nochmal Rasen einsäen, wie das hier so in Zukunft aussehen soll und wie auch ihr Rasen jetzt noch in die Erde bringen könnt. Was ihr dazu wissen müsst, alles in diesem Video. Viel Spaß dabei und los geht's! Rasensäen bzw. die Rasennachsaat. Ich habe das Ganze mal in drei kleine Themenblöcke aufgeteilt. Und zwar haben wir da einmal die Bodenvorbereitung, dann die Saat und dann Walzen und Vertreten. Fangen natürlich an mit der Bodenvorbereitung. Und jetzt, wir haben tatsächlich schon den 5. November, aber jetzt ist das noch möglich, denn die Erde ist sehr nass und wir haben tagsüber noch Temperaturen um die 10 Grad, sodass der Rasen auf jeden Fall noch keimen sollte. Über den Winter, da wird der Rasen dann sehr langsam wachsen, aber er wird immer mal wieder, wenn es warme Temperaturen gibt, wachsen. Die Rasensaat, die wir uns ausgesucht haben, die ist nämlich winterfest. Der Rasen ist winterfest, das heißt frosthart, dem Rasen kann da somit nichts passieren. Hier, das ist jetzt das Stück, was wir besäen wollen. Neben dem Folientunnel, da bleibt noch frei, da werden wir nämlich noch die Folie drüber spannen müssen und einbuddeln. Da lohnt sich das jetzt nicht, schon Rasen einzusäen, das soll dann aber auch eine Blühwiese hinkommen. Hier, wir haben uns den Herbst- und Nachsaatrasen ausgesucht von der Firma Kiebenkerl. Den kann man jetzt optimal noch aussäen, auch bei niedrigen Temperaturen. Optimalerweise sät die Rasen natürlich schon früher aus. Uns blieb aber nichts anderes über, da wir erst seit einem Monat in unserem neuen Garten sind, den jetzt auszusäen. Wir haben aber tagsüber noch 10 Grad, das sollte auf jeden Fall ausreichen, dass der Rasen keimt. Alle Rasensamen, die werden wahrscheinlich nie keimen. Ihr habt nie die optimalsten Bedingungen, sodass alle Rasensamen keimen. Deswegen bei der Saat immer darauf achten, dass ihr ja, ausreichend aussät. Welche Saatgut kann man da nehmen? Ihr findet eigentlich in jedem Baumarkt, in jedem Gartencenter Rasensaat. Da nehmt einfach am besten im Sommer, wenn ihr den für euren Garten zu Hause nehmen wollt, diesen Sport- und Spielrasen. Und wenn ihr mal Flächen zum Nachsäen habt, dann nehmt den Herbst- und Nachsaatrasen. Denn der ist super, um kleine Lücken im Rasen wieder zu schließen. Warum haben wir hier überhaupt so viel Erde, die jetzt mit Rasen besät werden soll? Weil wir vor einem Monat unseren Umbautag hatten und da haben wir die Gewächshäuser gebaut auf einer geraden Fläche. Das heißt, wir haben vorher die Fläche abgeschoben und damit wir jetzt nicht die ganze Zeit ums Gewächshaus so viel Sand haben, haben wir jetzt wieder eingesät. Das Wichtigste, das kommt zum Schluss, das ist den Rasen andrücken, antreten oder auch walzen. Optimalerweise bei großen Flächen nehmt ihr da eine Walze, die ist natürlich auch am präzisesten. Wie wir das gemacht haben, ganz einfach drüber laufen und antreten. Das ist wichtig, dass der Rasen ein bisschen verdichtet wird, dass der Rasen eine Grundlage hat, um die Wurzeln zu bilden, dass er richtigen Kontakt mit der Erde hat und dass natürlich auch Fressfeinde wie Vögel, gerade im Herbst, die jetzt weniger zu fressen finden, werden natürlich auf eure Rasensamen scharf sein, deswegen immer ein wenig einhaken und dann verdichten, dass die Fressfeinde nicht so leicht an eure Rasensaat drankommen. Also grundsätzlich Bodenvorbereitung, wenn ihr euren Boden so wie wir jetzt hier schon schwarz habt, dann müsst ihr nicht viel machen. Natürlich müsst ihr sonst erst einmal die großen Wurzeln, kleine Äste und sowas aus dem Rasen bzw. da, wo der Rasen wachsen soll, raussuchen. Aber dann kann es auch schon losgehen, Boden lockern mit einem Dreizack, mit einem Fünfzack, aber ihr könnt es auch einfach mit einem Rechen oberflächlich machen. Das ist natürlich eine schlechtere Variante, also am besten immer den Boden erst einmal richtig auflockern. Dann Rasensaat drauf, das Ganze einmal einhaken, eventuell nochmal Rasensaat drauf, je nachdem wie viele beim ersten Mal reingetan habt. Kleine Steine, Äste immer mal wieder raussammeln und dann das Ganze am Ende ja, walzen. Das ist wichtig, dass ihr später auch eine gerade Grundfläche habt. Ich zeige euch das einmal im Schnelldurchlauf, wie wir das gemacht haben. Ganz einfach angetreten. Wir haben vorher schon mit der Hake möglichst gerade gezogen. Jetzt wird das Ganze noch angewalzt, damit wir eine gerade Oberfläche haben. Sonst merken wir später beim Rasenmähen, wenn man Rasen sät und den nicht antritt, dann beim ersten Rasenmähen sieht man die Fahrspuren da drin. Und ja, so sieht das fertige Ergebnis aus. Um die Gewächshäuser haben wir jetzt den Rasen drin und um den Folientunnel, da wird dann eine Blühwiese sein, nachdem wir da im Januar die Folie drüber gepackt haben.
Wenn euch das Ganze interessiert, bleibt gerne auf meinem Kanal, abonniert mich kostenlos. Ich habe euch jetzt hier in der Endcard noch ein weiteres Video empfohlen, da müsst ihr unbedingt mal reinschauen. Ansonsten danke ich euch fürs Zusehen, Daumen nach oben geben, bis demnächst, alles Gute und ciao.